Sibligon Studios. Rare Engine. Dieses Spiel verfügt über eine automatische Speicherfunktion. Und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen bei einem neuen Display auf dem Kanal. Wie ihr sehen könnt, Resident Evil 2. Bam. Gut. Boni. Herausforderungen, Konzepte, Figuren. Wir haben, weil wir die Super Special Edition haben, also nur die Deluxe Edition oder wie das heißt. Ugly Sheriff und Film Noir, so wie bei Claire haben wir Film Noir, okay. Claire, okay, Elsa Walker, okay. Wes Elsa Walker. Sonst. Ah, Moment. Samurai Age. Okay. Alberts Modell. Chris Modell. Okay. Gut. Gehen wir zurück. Und fangen mit der Kampagne an. Fortsetzen. Wir hatten noch gar nicht gespielt. Soweit sind wir nicht gekommen. Egal. Also, normale Outfits, alternative Outfits. Das sind die alten. Wie im ersten Teil. Leo anpassen, also. Okay, normale Outfits. Moment. Film Noir und. Das sieht zwar geil aus, aber das passt momentan nicht so zu Leo. Bei Claire. Sieht interessant aus. Aber wir bleiben bei den normalen Kostümen, oder? Ja. Gerade wieder in ihren. Ja. Gut, bleiben wir so und wir starten ein neues Spiel. Und zwar. Nach tagelanger Funkstille von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Oder Claire Redfield. Ein anderer Albtraum wartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr sich ihr bisher sehr gewöhnliches Leben ändert. Wir machen zuerst mit Leon S. Kennedy, also machen zuerst Leon und dann vielleicht den zweiten Teil. Also mit Claire. Und so viel ich weiß, gibt es, wenn man eben mit jemandem beendet, kriegt man nochmal einen anderen Durchlauf. Vielleicht spielen wir das Spiel viermal durch. Mal sehen. Mhm. Assistierte Zielhilfe, teilweise Autoerholung der Gesundheit. Jene sind etwas schwächer. Normal Spielmodus. Jedes Speichern erfordert ein Farbband, kein Autospeichern, starke Gegner. Normal, wir bleiben bei normal. Raccoon City, eine Industriestadt, in der alles viel schneller geht. Nein, Mann, im Ernst, okay, ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel, ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte, erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde grad gut. Schlafen. Oh, Scheiße!
Nein. 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 Was soll ich tun? Hinter dir! Niemand da? Komisch. Hm? Oh, wir dürfen schon spielen? Cool. Umsehen. Im Original war diese Szene noch eine Cutscene. Wir fanden viel später an. Also das einmal alles erkunden. Da ist niemand. Gut, was haben wir hier? Nichts. Also erstens einmal hier Blutspuren. Haben wir ein Inventar oder so etwas? Ja, Kostüme freigeschaltet. Das war jetzt nicht damit gedacht, aber... Ich wollte nur sehen, ob wir Inventar haben. Dingo Red Cigarettes. When life has your... Red, enjoy the wild taste of Dingo Red Cigarette. Get wild. Now on sale. Sind deshalb alle Menschen hier so wild? Wegen den Red Wild Zigaretten? So, refresh your mind. Hamburgers. Okay. Hallo? Irgendjemand da? Hier stimmt was nicht. Ja, gleich. Alles in Ordnung? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Okay. Was haben wir hier? Hier kann ich nicht aufmachen. Hier geht's auch nicht weiter. Gut. Also zumindest ist es hat nichts. Hey, was soll denn das? Okay, dieser Arsch. Dieser kleine Arsch. Komm runter. Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, ich höre nicht näher. Hey, 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 hey. Stopp! Ich schieße! Okay. So, der Typ ist nicht tot. Oder?
Musik, bleib ruhig, Mann. Okay, wir haben ihn erschossen. Vorerst. Der steht wieder auf. Wir haben die Demo gespielt. Die sind nicht so schnell tot. Nette Bilder. So, nehmen. Schlüssel. Packen wir hier unten. So, gut. Also. Pizza. Inventar. Ja. Keine Infos, keine Duk. Oh, Orientierungsbrief. Officer Leon S. Kennedy. Im Namen der RPD, Raccoon City Police Department, möchte ich Ihnen zum Abschluss Ihrer Ausbildung gratulieren. Sie haben hervorragende Noten erzielt und wir sind stolz, Sie in der Truppe begrüßen zu dürfen. Bitte melden Sie sich am Freitag, 25.09. um 8 Uhr auf der Polizeistation von Raccoon City zur Orientierungseinheit. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit, Polizeichef von Raccoon City, Brian Irons. Welchen Tag haben wir heute? Ja, steht nicht, welcher Tag heute ist. Waren wir gerade auf dem Weg dahin? Das kann nicht sein. Ja. So, du. Du kleiner Wichser. Ich hoffe, der bleibt liegen. Und was war hier? Wertige Objekte verwenden. Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie im Inventar benutzen. Okay. Schlüssel benutzen. Okay, der liegt noch nicht, dass er uns in den Rücken fallen kann. Moment. Okay. Hi, Kumpel. Der ist ja eingeklemmt. Oh Scheiße, keine Munition mehr. Gut, den einen haben wir angelockt. Woher kommt der auf einmal? Die waren alle nicht vorhin da. Nicht schießen. Runter! Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Los jetzt! Rein da! Festhalten! Geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Home of Umbrella. Okay, bis jetzt ist es mega geil.
Resident Evil 2. Ich find's so geil. Alle Einwohner, aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Ja. Das reinste Chaos. Ja, und... Wir haben keine Munition, oder? Oh. Moment, hier geht's nicht weiter, oder? Ja. Scheiße. Sind alle so. Oh. Alle verwandelt. Genau an dieser Stelle, also vorhin, gleich nach der Explosion, haben wir im Original eingehakt und... Die Polizeistation. Kann man eigentlich zu einer... Ja, null Munition, super. Zu einem Waffenladen. Mit einem Waffenladenbesitzer? Keine Zeit. Muss weiter gehen. Gut, und jetzt würde ich etwas Spitziges nehmen. Etwas Langes und Spitzes. Und den da am Tor in den Kopf rammen. Denn wenn die hier sterben und wirklich tot sind, dann können sie nicht irgendwo anders rein. Das Tor scheint stabil zu sein. Sehr stabil. So, back, 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 back. Ja. Leider habe ich keine Munition mehr. Das wäre ein Spaß. Oh, und hier hat die Demo angefangen. Aber im Original haben wir bei dem Waffenladen entweder die Armbrust oder die
Die Schrotflinte gekriegt. Okay. Hallo? Ist irgendjemand hier? Wie du sehen kannst, ist niemand hier. Hier hast du noch kein Messer, also. Geht das auch nicht? Nein. Fußabdrücke. Wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen mehr um als in der Demo. In der Demo hatten wir ja ein bisschen Stress. Netzbild. Aber hier ist momentan nichts. So, rennen wir nach oben. Ob. Was war das? Das Rätsel noch das gleiche ist wie in der Demo. Wie war das? Das ist schon so lange her. War da nicht Löwe? Oder war hier die Harfe? Ich glaube, das Rätsel wurde geändert. Wäre ja auch seltsam, wenn man einfach Teile des Spiels überbrücken kann. Also, umgehen kann, sozusagen. Ja, aber da haben sie noch die Munition behalten. Sehr gut. Ja, eigentlich wollte ich sofort nachladen, aber gut. So. Wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Munition. Gut. Hier sind Fußspuren überall. Das kennen wir ja. Da! Noch mehr Munition. Ja. Unser Farbband und hier. Deluxe-Waffen wurden hinzugefügt. Und 9 mm mit 15 mit dem versilberten Abzug und einem harten Stahlschlitten für höhere Präzision. Und jetzt wieder mit deinem kleinen Schlittenfang, um Probleme beim Ziehen zu verringern. Alberts Modell. Alberts Modell basiert auf einem Entwurf von Albert Wesker persönlich für robuste Leistung modifiziert. Das ist normal. Aufgrund einiger Probleme in der Handhabung hat sie sich nicht als Standardausrüstung etabliert. Gut. Chris Modell für höhere Präzision. Rausnehmen. Scheiße. Mathilda. Okay. Gut. Warte. Haben wir den Schlüssel noch? Das war nur für vorhin, also. Wurde verwendet, brauchen wir nicht mehr. Und das ist doch 9 mm. Hä? 9 mm. 9 mm Parabellum-Patronen für Pistolen werden aufgrund ihrer Stabilität. Ernsthaft? Gut, dann muss die vorerst wieder zurück. Ah, scheiße. Okay.
Hier. RPD. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Sollte den Typ suchen. Karte mit M. Okay. Die Karte benutzen. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen. Er zeigt auch interessante Details sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Wird durchsucht, komplett durchsucht. Aha, aha. Gibt es eine Möglichkeit? Ah, G. Ist es vielleicht wegen dem hier, wird durchsucht? Löwenstatue. Denn sonst hatten wir hier alles. Raum der Wächter. Er war hier also im Possenraum. Okay. Presseraum. Wir da rein. Gut. So, zuerst einmal auch speichern. Was haben wir hier? Erste Hilfe Spray. Den hätte ich fast übersehen. Hier unten. Oh. Kurzer Moment. Heilende Objekte. Wenn Sie Schaden nehmen, wechseln Ihre Gesundheitsanzeige von grün zu Warnung und schließlich zu Gefahr. Wenn Sie in Gefahr sind, sollten Sie sich schnell mit einem Kraut oder Erste Hilfe heilen. Okay, Moment, ist alles noch gut. Ist das etwas? Das zu essen, aber nichts zu mitnehmen. Wollte ich noch irgendetwas? Ja, die Karte wollte ich... Ah. Irgendetwas ist hier noch. Gut. Hier kennen wir es aus der Demo. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf die zweite Folge. Ciao.